Hallo Leute, der Gordon hier. Und so Ramen. Und das stockt jetzt und schon stockt fantastisch. Das ist ein Es super Stream läuft heute. super. Das passt aber perfekt zu einem Thema. Ja. So, Ramen weiß noch nicht, worum es geht. Nein. Er ist jetzt das erste Mal Teil der Grauzone. Oh Gott. Ein Meinungsvideo. Und ich muss über etwas reden, Steven. Und das wäre? Bethesda. Ich habe jetzt... um was könnte... Warte. Könnte es etwa um dieses neue, grandiose Feature gehen, was Bethesda sich jetzt so ausgedacht hat, um Fallout 76 aber so richtig Schwung zu geben? Ja, weil, also, es geht um Fallout First, ja? Das ja. ist ein Subscription Service für Fallout 76. Ja. Jetzt dürft ihr alle kurz lachen. So, ja. Ja, da kommt man auf die Idee, hey, wir haben hier dieses völlig kaputte Game, ja. was immer noch nicht richtig funktioniert. Richtig. Was immer noch keine Add-ons bekommen hat, die wir versprochen haben. Korrekt. Und wir nehmen dafür denselben Preis wie für WoW. Oder Netflix. Oder Netflix. Oder teurer als Xbox. Oder Final Fantasy 14. Ja. Kann man ja mal machen. Außer ihr bezahlt vielleicht für ein ganzes Jahr. Dann kriegt ihr sogar irgendwas um die 30% Rabatt und müsst nur 100 Euro 100 zahlen. Dollar. So. Da wurde ich auf Twitter darauf angesprochen, habe dann auch gesagt, ja, habe ich mitbekommen. Lache ich drüber, weil ist schon herrlich doof, wer das kauft, ist selber schuld. Und dann habe ich heute im Verlauf des Tages mitbekommen, dass Bethesda es wirklich geschafft hat, dass dieser Subscription Service broken ist und nicht funktioniert. Also, es ist alles wirklich so Next Level, entweder dreist oder inkompetent oder beides gemeinsam. Es ist, denke ich mal, beides gemeinsam. So. Es gibt schon alle möglichen Verschwörungstheorien, warum sie denn bitte den Scheiß machen. Die gängige Theorie, was ich jetzt bis jetzt so mitbekommen habe, ist ja, dass Bethesda, dadurch, dass sie Doom Eternal verschieben mussten, haben sie halt für das Weihnachtsgeschäft sozusagen dieses Jahr nichts mehr. Und damit sie aber noch den Anlegern und so weiter, den Aktiengesellschaften noch irgendwas erzählen können, dass sie, wir machen Geld und so weiter, mussten sie jetzt auch irgendeinen Scheiß ausdenken, mit dem sie nochmal ein bisschen Geld irgendwie in die Kasse reingespült bekommen. Also machen sie einen Subscription-Service Fallout 76. Ja. Und das Geile ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, dass jetzt anscheinend der Subscription-Service, deswegen ist er auch so im Arsch, dass er nicht wirklich funktioniert, haben sie anscheinend so spontan gemacht, dass sie nicht mal alle Websites sich dafür gesichert haben. Ja. Das hast du mitbekommen. Das ist so geil! Ihr könnt oder was, www.falloutfirst.com könnt ihr hingehen, geht da auf jeden Fall und schaut euch die Seite an, solange sie noch online ist. Ja. Und da hat sich halt ein wütender Fan, hat sich das einfach mal diese Seite gesichert, diese Domain, und hat halt die Fallout First Page sozusagen genommen und hat halt das einfach ein bisschen umgeändert, vor allem alles daraus so, fuck you first, hat er eigentlich daraus gemacht. Es so. Ist grandios! So, also das ist wirklich, ja, also alleine, dass die Domains nicht gesichert sind und man es dann online schützt. Man muss sich das wirklich mal reinziehen. Ja, deswegen sage ich, das ist Next Level 3. Ja. So. Das ist nicht wie Blizzard, so dieses Menschenverachten, sondern das ist einfach so, wir verarschen unseren Kunden dreist. Ja. So, da kommen sie auf der L3 an. Ja. Und Todd Howard sagt, hey, you guys, sorry, ihr hattet so ein bisschen recht, was unser Game angeht. Vielleicht hat es doch nicht so funktioniert, wie wir das versprochen haben. Vielleicht haben wir euch ein bisschen angelogen. Aber jetzt, Wastelanders DLC, ja? Das wird kostenlos. Mhm. Und wir machen Fallout tatsächlich zu Fallout. Ja. Mit NPCs, an die wir auch wieder Online-Scheiß ankoppeln. Ja, so, aber mit NPCs, mit Dialogoptionen, sogar Romanzen soll es wieder geben. Ja. Wir machen Fallout jetzt tatsächlich zu Fallout. Das ist der Plan. Ja. So, das haben sie jetzt vor kurzem verschoben. Ja. Auch da kennt ihr unsere Meinung. Wir sind eigentlich immer der Meinung, dass wir sagen, hey, wenn was verschoben wird, eigentlich immer gut. Weil das heißt, sie wollen es richtig machen. Ja. Wenn man jetzt aber mitbekommt, dass sie das verschoben haben, aber Zeit hatten, diesen Subscription-Modus zu bauen, extra Sachen dafür zu programmieren und so weiter und so fort, dann kriegt das so ein bisschen einen sehr bitteren Beigeschmack. Dass sie halt sagen, hey, wir haben immer noch keinerlei Mehrwert, das Spiel ist immer noch kaputt, es hat immer noch kein Endgame, aber bezahlt uns mal schon mal dafür. Damit ihr in Zukunft ja den Endgame bekommen könnt und so weiter. Ja, vor allem das Geile ist ja auch noch, was ich auch schon mitbekommen habe, die Server, die sie halt jetzt für diese Private-Server genommen haben,
sind nicht mal ihre eigenen Sachen, sondern das sind von Amazon gemietete Server. Ja. Das sind Amazon-Server, die sie da einfach mal schnell gemietet haben. Also wie dreist geht es denn, dass man nicht mal seine eigene Infrastruktur benutzt und einfach mal schnell bei Amazon irgendwas mietet? Ja, weil sie keine Infrastruktur haben. Erneut, ihr müsst mal bedenken, das ist die Firma, die uns bald mit Bethesda Orion, glaube ich. Ich hab's vergessen, ja. Ihren eigenen Online-Gaming-Stream-Service anbieten will, der angeblich auch im hinterletzten Dorf in Buxtehude. Wäre ja interessant. Buxtehude ist ein sehr schönes so, Dorf. Hinter Buxtehude noch. noch Top-Service liefern will, wenn sie es nicht mal für ein Game hinkriegen. Weil es wäre mal interessant, mit diesem System jetzt im Hintergrund. Wenn man jetzt für Forward First bezahlt, muss man dann nochmal extra für das ihr Bethesda-Ding auch nochmal zahlen? Ja, ja, da speist du ja nur die Games ein, die du hast. Ja, ne? So. Und dann, also ich musste so lachen, als ich heute mitbekommen habe in einem Video, dass nicht mal das Kaufen dieses Subscription-Service richtig funktioniert. Hm. Sogar das ist verbuggt. Ja. Es gab Leute, die wollten das kaufen. Warum auch immer Leute das kaufen wollen. Gut, ich sag mal, es gibt auch alle möglichen Tester, die das haben. Ja, aber es gibt, also das meiste kommt ja aus dem Subreddit. Von Leuten, die dieses Game trotz allem seit fast einem Jahr verteidigen und gutreden und Bethesda trotzdem noch Geld geben. Ja, ja, ja. Das ist auch so lustig im Reddit zu lesen, wie jetzt so langsam Leute auf den Trichter kommen, Moment mal. Werden wir verarscht? Werden wir etwa verarscht? So ist so. In Japan, das, wo lebt ihr? Das sind so die Hardcore-Fans. Genau. Ja, und die haben das, wollten das kaufen und die Seite hat einfach neu geladen und es gab einen Bug beim Kaufen des Subscription-Service. Das musst du erstmal hinkriegen. Das ist schon eine Leistung. Ja. So. Und ja, dann kommen natürlich noch die Probleme damit einher, die dieses Ding an sich mitbringt. Erstmal möchte ich nochmal daran erinnern, dass Pete Hines gesagt hat, aller zukünftiger Content für dieses Spiel, außer Cosmetics, wird kostenlos. Jetzt haben sie ja im Jahr schon angefangen, auch Utility-Items, also Items, die einem im Spiel was bringen, für Geld zu verkaufen. Unter anderem einen Kühlschrank für $7. Ja. Kann man einen Kühlschrank kaufen, der dafür sorgt, dass dein Essen länger haltbar ist. Also dir das Leben angenehmer macht. Aber wenn du jetzt, Forward First nimmst, dann kriegst du ja diese Adams, dann kannst du diesen Kühlschrank einfach so kaufen. Ja, super. Das ist doch toll. Für den reicht es immerhin. Für eine Farbe nicht. Nee, für die Farbe reicht es nicht. Hab ich auch gesagt. So. Und da allein, das war auch schon so dreist, dass sie da gesagt haben, ja, also wir wollten ja nur Cosmetics machen, aber ihr Spieler, ihr habt ja gesagt, ihr braucht sowas. Da hatten wir ja gar keine andere Wahl, als jetzt auch solche Sachen in den Shop zu packen. Und man denkt, ja, ihr hättet sie auch gratis reinmachen können, so wie ihr es versprochen habt. Ja. So, ja, hatten den Fallout 76-Skandal, hatten den Doom-Skandal, hatten den Wolfenstein-Youngblood-Skandal, kommen dann noch mit sowas und jetzt kommt das. Und die zwei großen Features, würde ich mal behaupten, dieses Dings sind einmal, dass man private Server bekommt, auf denen man spielen kann, auf denen ganze 8 Leute, halte ich fest, 8 Leute finden Platz auf dem Server. Ja, das ist doch cool, das ist so super. Mit der Kleinigkeit, dazu, dass es keine privaten Server sind, kommen wir gleich noch. Mit der Kleinigkeit, man könnte jetzt sagen, das ist nett, nur einer braucht Fallout First. Ja. Und dann können die Freunde mit ihm trotzdem auf diesen privaten Server spielen. Ja. Nur, wenn jetzt jemand, der Fallout First hat, sich aus dieser Welt ausloggt und kein anderer auf diesem Server hat Fallout First, dann bricht der Server einfach zusammen und die Welt wird niedergeschnitten. Ja. So. Das ist schon mal ein geiles Konzept, was sich eigentlich so nur Bethesda ausdenken kann. Natürlich. Und dann ist halt Leuten noch aufgefallen, Moment mal, wenn das eine private, für mich extra angelegte Welt ist, kann es denn dann sein, dass die Sachen schon leer gelootet sind, die hier sind? So. Ja. Und was dann rausgekommen ist, das sind keine privaten Server, es sind einfach Timeframes. Du kriegst exklusive Timeslots auf Welten, die aber schon existieren. Und die dementsprechend schon komplett leer gelootet, mit Atombomben kaputtgeschossen worden und sonst was sein können. Das ist korrekt. Sind ihre privaten Server. Plus, dass diese privaten Server, was du ja schon kurz angesprochen hast, nicht privat sind. Sondern, dass es
wie es Bethesda zugegeben hat, ein Whoopsie von ihnen aus Versehen passiert ist. Nee, erstmal haben sie gesagt, it works exactly as it intended. Jetzt, das war die erste Aussage. So, erstmal so, es läuft genauso, wie es sein soll. Ja, ja. Alles super. Dann kam halt das Whoopsie und es ist doch ein Fehler passiert. Und zwar ist halt so, dass theoretisch, wenn du halt dann diesen Server aufmachst, alle Leute aus deiner Freundesliste können einfach diesen Server joinen. Du kannst nicht sagen, nein, du nicht und nur du und du, sondern alle, die in deiner Freundesliste sind, können automatisch deinem Server beitreten. Ja. Ohne, dass du sagen kannst, nein, du nicht. Einzige Möglichkeit, die du das verhindern kannst, ist, wenn du diese Person aus deiner Freundesliste entfernst. Das ist, was ist das für privat? Das ist nicht wirklich privat, wenn du nicht selber bestimmen kannst, wer eigentlich Zutritt hat und wer nicht. Und das ist halt heutzutage, ne, gerade so für Streamer und so, ist das halt wirklich, die dann teilweise so eine Liste haben an Leuten, die können dann halt, haben dann ihren privaten Server, auf den aber jeder rauf kann, der sie in der Freundesliste hat. So, wenn er nicht gerade blockiert wurde. Richtig. So. Und ja, das ist schon das eine. Und dann, also wirklich wieder, wie kaputt das einfach ist. Ja. Dann bauen sie eine Scrapbox ein, die sorgt dafür, dass man unbegrenzt Lagerplatz hat für Müll. Ja. Wenn im Wesentlichen, was sehr bezeichnend ist, sammelst du zum Beispiel ja einfach nur Müll, aus dem du Sachen craften kannst. Und das war halt vorher absolut schlimm, weil du so wenig mittragen konntest, neben deiner Ausrüstung, dass du ständig hin und her musstest zu deinem Lager und zurück. Jetzt haben sie mit der Scrapbox quasi zugegeben, hey, das ist ein Designfehler im Spiel. Wenn ihr uns Geld gebt, dann beheben wir den gern für euch. Ja, das ist halt schon dieses Level, weißt du noch damals EA mit SimCity, wo alle festgestellt haben, dass irgendwann der Verkehr in dieser Städtesimulation nicht mehr funktioniert hat. Und er hat gesagt so, ey, wir haben auf euch gehört, wir wissen jetzt, dass das mit dem ganzen Verkehr nicht funktioniert. Hier, es gibt jetzt Luftschiffe, wenn ihr uns dafür Geld gebt. Ja. Das ist ungefähr dasselbe Level. So. Nur, dass es bei EA noch halbwegs funktioniert hat, diese Lösung. Richtig. Den hat man Geld gegeben, aber dann hatte man immerhin eine Lösung. Ja. Was jetzt passiert ist, es haben sehr, sehr viele berichtet, dass die Sachen in diese Scrapbox reinpacken und wenn sie das nächste Mal in die Scrapbox reingucken, ist einfach alles leer. Ja. Dann hat die Scrapbox einfach den Müll aufgefressen. Ja, das ist eine Art schwarzes Loch gerade. Ja. Der Grund dafür ist anscheinend, wie wir jetzt neue Reddit-Foren da schon so gezeigt haben, dass anscheinend, wenn du halt etwas in eine Scrapbox reingepackt hast und dich wieder ausloggst und wieder einloggst, ist es weg. Ja. Oder wenn du halt, während du es in eine Scrapbox reingepackt hast, irgendwie einen Crash hast, was öfters bei Fallout 76 passiert, ist es weg. Und es gab auch irgendwie 10 andere Fälle, wo sowas passieren kann. Also die Community hat schon extrem genau getestet, in welchem Sinne, wie, wann, wo das funktioniert und das passieren kann, dass das Scrap-Ding weg ist. Es gibt mittlerweile schon, keine Ahnung, hunderte Posts darüber, dass es nicht funktioniert. Und das Geile ist, Bethesda hat da nämlich am Anfang gesagt, so, uns aufgefallen, dass bei einigen wenigen Spielern ab und zu mal es in der Scrapbox einen kleinen Bug geben könnte. Und sie haben gesagt, das wäre irgendwie nur so ein komisches Overlay, also dass man, dass das zwar da ist, aber man sieht es nicht. Das genau, war, das in Wirklichkeit ist das Scrap noch da. Wo dann aber auch Leute gesagt haben, nee, ich habe es probiert, ich habe reingeklickt und gezogen und da passiert nichts, es ist nicht da. Richtig, so. Und jetzt haben sie erst zugegeben, upsie, da ist uns ein Malheur passiert, schon wieder. Wir kümmern uns darum und ja, wir versuchen eine Lösung zu finden, um auch den verschwundenen Loot wiederzugeben. Ja. Ja. Aber wie wir Bethesda mittlerweile kennen, dürfte das heißen, nö. Ja. Ist weg. Ja, und also das muss man sich halt wirklich vorstellen, ja. Dass man dem Geld dafür gibt, damit sie das Spiel angeblich verbessern, aber in Wahrheit nehmen sie dir dein Zeug weg. Du gibst denen Geld und sie nehmen dir dafür dein Zeug weg, was du im Spiel gesammelt hast. Ja, so. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass jetzt halt viele berechtigterweise fragen, naja, aber das ist jetzt ja das, womit ihr dieses Game monetarisieren wollt in Zukunft. Wird denn das Game für alle weiterhin gleich entwickelt? Oder entwickelt ihr jetzt das Spiel bevorzugt für die Subscription-Leute und alle anderen, die euch seit über einem Jahr unterstützt haben und das Game trotzdem bezahlt haben, die werden so hinten runtergefallen lassen. Ich nehme fast ein zweiteres. Wahrscheinlich, ja. So. Und das Ganze machen sie. Und man könnte denken, hey, aber dann wird das Spiel doch jetzt mindestens Free-to-Play gegangen sein, oder? Nö. Ach so. Nö. Man darf immer noch theoretisch den Vollpreis dafür zahlen. Ja, also auch wenn der Preis mittlerweile. $40 ist es jetzt, ja. Genau, auch wenn der Preis mittlerweile ziemlich gedroppt ist. Aber trotzdem darfst du immer noch das Spiel komplett vollständig bezahlen, um dann dafür auch nochmal
mehr als für WoW zu zahlen im Monat. Ja. Und man muss vergleichen, was sind die Inhalte, was man WoW bekommt, wie viel Masse das ist und so weiter. Ja. Funktionierende Server unter anderem. und was man bei Fallout 76 bekommt für denselben Preis. Ja. Und wie gesagt, wir wollen jetzt an dieser Stelle auch nur, damit uns das jetzt keiner verhofft, wir wollen jetzt auch nicht Blizzard an dieser Stelle verteidigen. Nein. Die haben auch ordentlich Scheiße am Stecken, aber rein von dem, wie ihre Sachen funktionieren, machen sie es halt richtig. So. Ja. Rein auf diesen Aspekt bezogen. Menschlich? Nicht so. Ist die andere Sache. So, und das ist. ich hoffe, dass die nächstes Jahr eine E3-Konferenz machen. Ja. Einfach nur, weil der Grund wird der sein, den du am Anfang genannt hast. So, sie haben für nächstes Jahr Doom, genau, wo ich mittlerweile auch annehme, sie haben es nur verschoben, es war fertig, nehme ich an, und sie haben es nur verschoben, damit sie überhaupt was haben für 2020. Starfield ist weit weg und Elder Scrolls ist noch weiter weg, wie sie selber gesagt haben. Fallout ist auch noch weit weg. Fallout ist auch noch weit weg und ja, dieser Subscription-Service ist da, damit sie halt irgendwie aus irgendwas noch Geld rauskriegen in dieser Zeit. So, und das mit dem kaputtesten Game, was sie, glaube ich, was sie jemals rausgebracht haben. Ja. So. Und ja, ich finde das faszinierend, weil bisher war ich so bei allem, was sie gemacht haben, war ich so, ach komm, das lohnt sich eigentlich gar nicht, denen dieses Jahr wieder so ein Fail des Jahres Nominierung zu geben, weil sie machen halt da weiter, wo sie aufgehört haben. Aber sie schaffen es einfach jedes Jahr, es geht ja erst ein Jahr, sie schaffen es innerhalb von einem Jahr immer noch einen draufzusetzen und noch einen draufzusetzen. Also ich kann mich nur wiederholen, ich habe noch nie erlebt, dass eine Firma ihren Ruf innerhalb von so einem kurzen Zeitraum so crashend in den Boden gegangen hat. Auch wenn Blizzard gut dabei ist. Ja, aber wie gesagt, das sind ja zwei völlig andere Ebenen. Ja, ich weiß. Aber so rein was, ne, weil zum Beispiel kann man jetzt sagen, es sind auch die falschen Gründer, aber wenn man sich jetzt Ubisoft anguckt, die haben mit Breakpoint zuletzt Ähnliches abgezogen, wurden dafür harsch kritisiert. Die Reaktion von Ubisoft ist, sie haben alle Spiele aus dem Winter und ersten Quartal nach hinten verschoben, haben gesagt, die Qualität von diesem Spiel war nicht gut, so sollten wir nicht weitermachen. Genau. Wir schieben alle Spiele zu bis einem halben bis Jahr nach hinten, damit die Entwickler genug Zeit haben, die Spiele gut zu machen. Ja. Das ist die Reaktion von Ubisoft. Ja. Womit ich Breakpoint nicht verteidigen möchte. Aber man muss ja die Reaktion mal vergleichen. Ja. So. Weil das Geile ist, Bethesda hat immer noch keine richtige Reaktion, außer nur, hupsi, ein kleiner Bug für eine kleinere Spielgemeinschaft. Und was eine Meinung zu den Subscription Service allgemein haben sie auch nicht wirklich irgendwie ein Statement dazu rausgebracht. Ich wollte auch so langsam sagen, müssten die auch die Mitarbeiter so langsam mal irgendwie sagen, so, ey, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Sie wurden ja von Chris Avellone, das ist der Lead-Designer von Fallout 2, dem beliebtesten oder dem lostretenden Fallout und so weiter, der hat sie ja richtig geroastet auf Twitter. Der hat halt geschrieben so, ey, Obsidian und, ich weiß nicht, wie der Publisher heißt, ey, richtig gute Leistung, dass ihr Bethesda dazu bekommen habt, diesen Subscription-Service in der Launchwoche von The Outer Worlds zu starten, damit alle euer Game spielen. Richtig gut. So. Richtig, ja. Und das hat einer der Väter von Fallout geschrieben. Das ist wirklich, ne? Ja. Damit ein Entwickler seine eigene Marke so roastet, das musst du wirklich erstmal. Das musst du erstmal bekommen. Ja. Also, ich weiß nicht, die Mitarbeiter bei Bethesda tun mir halt wirklich extrem leid, die Entwickler. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie noch glücklich sind, da zu arbeiten. Ja, also, zumindest nicht an diesem Game, ja. Ja, also ja, zumindest nicht in Fallout 76, aber ich glaube auch nicht, dass generell das Arbeitsklima dort momentan so gut ist. Zumindest alle, die mit Fallout auf jeden Fall zu tun haben. Oder ich glaube auch allgemein momentan ist da so. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ein gutes Arbeitsklima ist momentan. Also, weißt du, bei Blizzard haben sie schon aufgeregt. Gut, das war halt was Allgemeines, sag ich jetzt mal, für die Welt. Aber halt, hier kriegen sie dauerhaft einen Schlag ins Gesicht nach den anderen, hören doch die ganze Zeit die Community-Wut und die Empörung der gesamten Spielergemeinschaft auf der ganzen Welt. Also es ist ja eigentlich auch schon ähnlich wie bei Blizzard, das jetzt halt so ist. Und ja, nur dass halt, also ich finde, der Unterschied ist wirklich, dass, na, obwohl es ist bei beiden so, ich glaube, womit sie sich trösten können, ist, dass sie ganz klar ja sehen, der Publisher wird attackiert. So, die fragen, der Publisher, sag mal, was geht denn mit euch? Ja. Da sagt eigentlich keiner, diese scheiß Entwickler, sondern alle sagen halt, ey, was geht denn bei euch? So, weil das ist ganz klar ein Produkt, was
von einem Publisher konzipiert wurde, um Geld zu machen. Ja. So, ja gut, und Todd Howard hält halt seinen Namen dafür hin. Ja. So, und muss halt immer schön der super sympathische Lead-Designer sein, der das alles ganz toll findet. Ich bin so gespannt auf die E3. So gespannt auf das nächste, auf den nächsten Auftritt von Todd Howard. Ja. Ich meine, wirklich, mich würde mal interessieren, ob der auf die Bühne kommt und das alles glaubt, was er da sagt, oder ob dem innerlich übel ist, so von dem, was er da erzählen muss. Ob der sich auf die Bühne überhaupt noch traut. Ja. Weil, wie gesagt, was du schon erzählt hast, er hat dieses Jahr auf E3 noch großartig gesagt, so, oh, wir haben echt Scheiße gebaut und wir werden uns darum kümmern. Ja. Und es war damit die zweite E3 in Folge, wo Bethesda seinen Fans einfach dreist ins Gesicht gerufen hat. Richtig. Und jetzt will nächstes Jahr die E3 kommen. Die heiß ersehnteste E3 seit vielen Jahren ist, weil jetzt halt die nächsten Konsolengenerationen kommen und so weiter. Und dann soll Todd Howard sich da auf die Bühne stellen, nach dem Scheiß, was jetzt passiert ist. Ja. Plus, das wird ja nicht aufhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bethesda jetzt sagt, oh, wow, wow, jetzt machen wir es besser. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern es wird auch weiter in dieselbe Scheißrichtung gehen. Ja. Deswegen, ich möchte es nochmal sagen, meine große Befürchtung ist ja, dass in dem Moment, wo wir das erste Mal die Elder Scrolls 6 richtig sehen, viele ihnen wieder alles vergessen und vergeben werden. Mhm. So, weil, boah, Elder Scrolls, und sieht das toll aus, und ist das eine schöne Welt, und bitte kauf dieses Spiel nicht blind. Ja. Wenn es sich am Ende wirklich als gut herausstellt und nicht völlig verbuggt auf den Markt kommt und so, dann gebt ihnen gerne das Geld, dann haben sie sich's auch verdient. Aber bitte lasst euch von dieser Company nicht mehr blenden. Sie haben euch jetzt seit einem Jahr gesagt, ihr seid uns scheißegal. Ja. So, ihr seid nur Geldmaschinen für uns. Ja. So, und bitte hört auf, Fallout 76 zu spielen und diesen Modus zu kaufen. Ja, das ist... Weißt du, weil es gibt auch noch solche... Ich bin ja auch nicht immer ganz unschuldig. Ich kaufe auch manchmal Spiele, von denen ich weiß, sie sind nicht gut. Ja. WWE 2K20 zum Beispiel. Ich wusste, dass da ein Autounfall auf mich zukommt, aber irgendwie fand ich das wieder so lustig, dass ich es irgendwie spielen musste. Ja. Aber das war ein Game, wo ich wusste, mit welcher Erwartungshaltung ich reinzugehen habe. Und was aber trotzdem, wenn es nicht gerade völlig wegglitscht, auch funktioniert. Und ja, wo man auch weiß, warum es so geworden ist, weil mich der Entwickler in Mitte der Entwicklung einfach gesagt hat, tschüss, wir sind weg. So, aber trotzdem hätte ich das eigentlich nicht kaufen dürfen. Ja. Ich bin da auch manchmal nicht ganz unschuldig. Aber wenn ihr das noch spielt, lasst ihr euch seit einem Jahr abziehen von Bethesda. Und sagt fröhlich, ja hier, weiter Geld. Auch diese Atoms, die man bekommt. Mhm. Als letzten Punkt noch. 1650 Atoms. Ja. Ja? Eine Farbe für deine Rüstung in Fallout 76 kostet 1800 Atoms. Mhm. Also $18. Ich kann das nicht oft genug betonen. $18 für ein Skin, für eine Farbe. Ja, So. League of Legends denkt sich gerade, irgendwas machen wir falsch. So, wir sind free to play und verkaufen unsere Skins nicht für $18. Was ist da los? Irgendwas machen wir falsch. So. Dann geben sie dir aber 1650, damit du immer gerade nicht genug hast, um die wirklich teuren Sachen zu kaufen, damit du noch ein bisschen was drauflegen kannst. Ich bin mir auch sehr sicher, dass jetzt sämtliche neuen Sachen an Cosmetics und so weiter, die kommen werden, wenn alle so 1700 kosten. Wahrscheinlich, mindestens. Damit halt du mindestens 2 Monate warten musst, bis du es dir kaufen kannst oder aber halt nochmal extra holst. Weil das Ding ist, du kriegst auch maximal, das niedrigste ist ja 500 Atoms, günstiger geht's ja nicht. Also musst du immer mindestens 5 Euro zahlen, wenn du Atoms kaufen möchtest. Ja. Ja, so. Das ist alles ziemlich katastrophal. Ja. So, wenn ihr das hier gesehen habt, haben wir das schon gemacht, aber wir werden jetzt die Outer Worlds spielen. Ja. Fallout in Wut. Ja. Und ich musste meine Wut hier mal kurz rauslassen. Ja, war schön, war lustig. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.